Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Ach ja, ich denke, über die Hälfte, die dieses Video schaut, hat gerade zumindest kurz mitgesungen. Weihnachtsmann und KKG. Ein Muss zu Weihnachten. Doch die guten alten Fernsehserien und somit auch das Fernsehen sind im Wandel. So kommt es immer öfter zu Remakes von Kinderserien, die meistens den alten Charme der Kinderserien von damals nicht wiedergeben. Also, können wir das Ganze auch bei Weihnachtsmann und KKG erwarten? All das nach dem Intro. Es ist schon wirklich der Wahnsinn. Am 10. Dezember 1997 wurde in Deutschland zum ersten Mal Weihnachtsmann und KKG auf Super RTL ausgestrahlt. Es war nur eine Folge mit dem Namen Die magische Perle. Bald darauf kamen dann aber weitere Folgen, wobei bis zu 4 Folgen an einem Tag ausgestrahlt wurden. Ab dem Jahr 2002 war es dann aber so, wie es heute schon ist. Wir bekommen jetzt, immer Ende November, einmal die komplette Staffel Weihnachtsmann und KKG mit ihren 26 Folgen ausgestrahlt. Am Ende des Jahres ist die Serie dann abgeschlossen und vorbei und wir kommen sie erstmal nicht wieder auf Super RTL zu sehen. Das heißt nun also, jedes Jahr bekommen wir die gleichen 26 Folgen Weihnachtsmann und KKG zu sehen, da es nur eine einzige Staffel mit 26 Folgen gibt. Und das nun über 20 Jahre. Krass. Und Leute, ich liebe die Serie wirklich, aber ich finde, das kann man auch sehen. Ich meine, sorry, aber was ist das? Das ist doch nicht der Weihnachtsmann in diesem Intro. WTF! Aber nun gut, wieso hat die Serie denn nur eine Staffel? Denn die Produktionsfirmen gibt es noch alle und sie könnten doch versuchen, hieraus ein richtiges Franchise aufzubauen. Wieso sie das getan haben, ist für mich eigentlich ziemlich klar. Zunächst ist die letzte Folge der Serie, Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis, einfach ein sehr guter Abschluss für die gesamte Serie. Es gibt quasi nichts mehr zu erzählen. Gilfie, ja, das ist der Lappen, der die ganze Zeit keine Kräfte hat, bekommt am Ende eben seine magischen Kräfte als Elf und der Weihnachtsmann bedankt sich dann bei allen irgendwie, selbst für den losten Balbo. Er macht also quasi ein Schlusswort. Des Weiteren ist die Frage, was man handlungstechnisch erzählen sollte, ohne dass der wirkliche Charme verloren geht. Weihnachtsmann und KKG hat eben meist einen Kinderwunsch als Problem, den es als Team zu lösen gilt. Hierbei wurden ja schon 26 Ideen gefunden. Und das finde ich für Kinderwünsche schon ziemlich einfallsreich. Also gut, warum keine neuen Staffeln mehr kommen, ist klar. Aber wieso läuft diese alte Serie denn noch immer auf Super RTL, wo doch so viele andere alte Serien ausgetauscht wurden? Und ich denke, da kann man einfach nur sagen, danke an alle. Weihnachtsmann und KKG ist quasi Kult geworden. Es gehört zum Beispiel genau wie Last Christmas für viele einfach zur Weihnachtsstimmung dazu. Und genau aus dem Grund bringt Super RTL jedes Jahr zur gleichen Zeit immer Weihnachtsmann und KKG, denn für die meisten ist es ganz normal geworden, dass es zu Weihnachten eben auch Weihnachtsmann und KKG gibt. Nicht nur für manche, sondern eben für viele. Und das merkt Super RTL. So ist das Ganze doch irgendwie auch für Super RTL gut. Und für uns, die Zuschauer. Und was heißt das denn jetzt abschließend für die Zukunft von Weihnachtsmann und KKG? Ich würde sagen, wir werden in nächster Zukunft kein 3D-Weihnachtsmann oder ähnliches bekommen. Wenn doch, dann schlag mich in die Tonne und dislike dieses Video bis zum Tod. Aber ich denke, dadurch, dass es bei Super RTL eben noch super Einschaltquoten auf dieser Serie gibt und dass auch noch nach 23 Jahren die Produktionsfirmen immer noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, eine neue Staffel herauszubringen, würde ich sagen, dass es erstmal genau so bleibt, wie es ist. Wir werden weiter zu Weihnachten Weihnachtsmann und KKG genießen dürfen und das auch mit Charme. Denn Weihnachtsmann und KKG, so in seiner Form, wie wir es hier jetzt haben, ist für alle Kult geworden. Und für jeden gehört Weihnachtsmann und KKG zur Weihnachtszeit dazu. Aus diesem Grund wird es wahrscheinlich kein 3D-Weihnachtsmann oder ähnliches geben, sondern wir werden jedes Jahr Weihnachtsmann und KKG in seiner normalen Zeichentrickform wiedersehen. Weihnachtsmann, wir lieben dich. So Leute, und da sind wir schon wieder am Ende dieses Videos. Ich danke, dass ihr das Ganze bis zum Ende geschaut habt und schreibt mal gerne eure Meinung zur Zukunft von Weihnachtsmann und KKG in die Kommentare. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wie immer munter bleiben.